Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben Freunde, heute gehen wir nach Österreich, und die Seite heute.at hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir dies nicht allein antun kann, das wisst ihr ja. Muss ich euch wieder mit reinziehen? Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus, ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art-Kanal, wo ich meine Comicseite seite mal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Geschlechterunterschiede oder psychiatrische Störungen, daran leiden Frauen und Männer. Und ihr mögt es sicherlich schon erahnen, wir machen einfach so aus Spaß mal den Ass-Counter an. Und wir stehen schon bei der 1. Aber bevor wir überhaupt zum Artikel kommen, dieser Artikel stammt von Heute Live, also einer Gruppenredaktion, die sich auf die neuesten Lifestyle-Trends konzentriert. So steht es zumindest auf deren Seite. Und. Zu den neuesten Artikeln werden wir halt nicht die drei neuesten, wie sonst üblich bei Autorenvorstellung, sondern halt die Stellen raussuchen, die halt sehr interessant sind. So halt als Ausnahme. Da haben wir drei Beispielartikel. Zum Beispiel, was kann man nehmen... Ah ja, Australia empört. Bonnie, 25 Jahre alt, soll Land verlassen. Da sie zu viel Sex hat. Ja, meine Güte. Ähm. Wie viel Sex ist denn in Australien denn erlaubt? Entweder einmal pro Tag oder was? Ist zweimal schon zu viel? Hä? Und wenn überhaupt, äh. Kann ich dann bei euch einreißen, liebes Australien? Ich frag mal für einen Freund. <laughs> oder hier. Mörderisch gut, diese Killerspaghetti verstoßen gegen alle Regeln. Wieso denn gegen alle Regeln? Ich meine, bei bestimmten Kiribus-Buden ist der Schäfergrad natürlich auch sehr extrem und das verstößt nicht gegen alle Regeln. Im Gegenteil. Oder hier, Studie zeigt auf, beim Stillen, das ist die größte Todesgefahr fürs Baby. Beim Stillen? Und da gibt's eine Todesgefahr fürs Baby, was? Na gut, wenn man das Baby zu falsch hält beim Stillen, da kann ich's verstehen, ne? Aber beim Stillen selbst? Hm. Ich äh, weiß nicht. Ach so, ja! Wenn sich die Frau wahrscheinlich mit äh, Waschbenzin vielleicht eingerieben hat, vielleicht äh, ist das gefährlich fürs Baby. Ja, das kann ich da ganz wohl nachverstehen, dass es eine Todesgefahr dafür geben kann. Das äh, finde ich natürlich äh, natürlich nachvollziehbar, ne? Dass äh, das halt tödlich sein kann, weil Babys sind ja sehr empfindlich. Sie können sich halt sehr leicht verletzen und wir kennen das ja. Deshalb sollte man mit Babys ganz behutsam umgehen. Das ist nicht nur eure Meinung, sondern auch meine Meinung. Und jetzt kommen wir zum Artikel. Fuck mich lang drum rum. Los geht's. Eine schwedische Studie zeigt, dass Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens an unterschiedlichen psychiatrischen Störungen leiden. Und schon sind wir bei zwei. Und wenn es auf Autismus äh, bezogen sein sollte. Wir leiden nicht an unserem Autismus selbst, sondern eher an der Umgebung um uns herum. Und deswegen finde ich das einfach nur respektlos. Meine Güte. Wir lesen weiterkommen, bevor ich noch einen Meltdown kriege. Verdammte Axt hier. Rege mich gleich auf wie Harald Glöckler hier. Weiter geht's. Psychiatrische Störungen gehören weltweit zu den drängendsten Problemen der öffentlichen Gesundheit. Eine neue Studie von Forschern des Instituts für Umweltmedizin, kurz IMM, am Karolinska-Institutet, zeigt, dass es ausgeprägte geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Häufigkeit psychiatrischer Störungen im Laufe des Lebens gibt, die je nach Alter, Art der psychiatrischen Störungen, Kalenderzeitraum und sozioökonomischen Status variieren. Ja, also nicht ökologisch, sondern ökonomischen. Also da geht es halt ums Geld. Und ähm, wo wir schon bei Alter und... Na gut, in Bezug auf Autismus wollen wir jetzt mal feststellen. Also ja, nach Alter, das hängt davon ab, wann man eine Diagnose auch bekommt. Weil ab drei Jahren ist es natürlich immer noch so, dass äh, man das frühestens bekommt. Mit Glück vielleicht schon mit zwei. Aber vom Babyalter her, wie gesagt, die Methode per Nabelschnurblut äh, die Diagnose zu stellen, finde ich super. Ich finde, von allen Diagnosearten finde ich das am besten. Und Kalenderzeitraum. Meine Güte. Müssen wir jetzt. Äh, diese zwölf Sternzeichen nochmal analysieren, oder wie? Welche Sternzeichen bekommt die besseren Chancen für eine Autismusdiagnose? Meine Güte. Und so zur ökonomischen Status, das hat mit allem gar nichts zu tun. Das ist jetzt völliger Quatsch. Weiter geht's. Yihui Yang vom Karolinska-Institut in Stockholm und ihre Mitarbeiter... Ermitteln anhand der landesweiten schwedischen Registerdaten, also jeder Einwohner hat eine persönliche Identifikationsnummer, das Auftreten von psychiatrischen Störungen über die Lebensspanne der Bevölkerung. Eine persönliche Identifikationsnummer, also in Deutschland heißt es Steueridentifikationsnummer, und bei den Krankenkassen ist es halt die Kundennummer, glaube ich. So sehe ich das zumindest so. Versicherungsnummer kann man auch sagen. Ne? Bei Banken ist klar, also Kontonummer. Logisch. Bei Personalausweis habe ich da nicht so geguckt. Das sind ja eh nur Zahlen und Buchstaben so gemischt. Deswegen muss man sie die nicht unbedingt merken. Es sei denn, man will sich zum Beispiel eine Fanfiction lesen, die halt äh, einen Personalausweis benötigt. Dann braucht man die halt. Aber sonst braucht man die eigentlich gar nicht. Außer man ist beim Amt. Da braucht man das. Okay. Da würde ich mal sagen, machen wir weiter. Sonst fasen wir uns noch. Genauso wie der Glöckler, Der Modediktator. Habt ihr auch seine neue Show gesehen? Auf Sport 1? Ist übrigens Stefan Raabs Lieblingssendung geworden. Vor allen Dingen, wie hat Glöckler hier so eil auf Dieter Bohl, auf... Cholerika macht, ne? Also, Dieter Bohlen blieb halt äh, ganz ruhig. Harald Glöckler eben nicht. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, Klaus Kinski in der DSDS-Jury. Also, Max Gehmann als Klaus Kinski, ne? Dann. Meine Güte. Da würde ich mir DSDS auf jeden Fall antun. Weil eine neue Staffel ist wahrscheinlich schon hinterrücks angekündigt worden, Leute. Trotz der miesen Quoten. Aber okay. Kommen wir nun zum einen Block unter psychiatrische Störungen. Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Schizophrenie, Verfolgungswahn, Borderline, bipolare Störung, multiple Persönlichkeiten, Autismus, Sucht, Essstörung, ADHS. Ja, auch das zähle ich natürlich mit. Zwänge Burnout, Belastungsstörung, Trauma. Meine Güte, der S-Counter war schon wieder am Arbeiten. Nö. Aber es geht ja noch weiter. Und bevor wir überhaupt zu der einen Umfrage kommen, ADHS als auch Autismus sind beides keine Störung. Und ADHS steht das S nicht für Störung, sondern für Syndrom. Das ist ein feiner Unterschied. Weiter geht's. Leidest du an einer psychiatrischen Störung? Und da gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Ja, bin auch in Behandlung deshalb. B, ja, aber bin, in Klammern, noch, Klammer zu, nicht in Behandlung. Und drittens, nein. Und da ich ja Autismus nicht als psychiatrische Störung bezeichne, würde ich sagen, nein. Und die Mehrheit stimmt mir zu. 48% haben Nein gesagt, 36% haben für Ja, ich bin auch in Behandlung deshalb, und B, haben nur 16% geantwortet, also noch nicht in Behandlung. Und und drunter steht, Frauen und Männer sollten nicht das gleiche frühstücken. Ja, also ich sag's mal so, wenn ich zum Beispiel jemanden zu Besuch habe, und für die Videos zum Beispiel keine Zeit habe. Und meine Freunde liegt noch im Bett. Und ich mache das Frühstück. Dann achte ich natürlich darauf, dass halt sie, wenn sie kein scharfes verträgt, auch keine scharfe Soße von mir in den Sandwiches bekommt. Sondern halt etwas, was ihr natürlich besonders gefällt. Und ich zum Beispiel nehme halt meine Sachen. Ist doch logisch. Außer wir haben da was gemeinsam. Dann. Müssen wir halt das gleiche frühstücken, ja? Aber wenn das hier so steht, wir sollten nicht das gleiche frühstücken, na gut. Dann wieder Kompromissbereitschaft Level 1000, beziehungsweise 9000. Jetzt mal auf Dragon Ball Z bezogen. Aber zurück zum Artikel: Frauen sind häufiger depressiv, Männer öfter autistisch. Schon wieder das alte Ding, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Auch Frauen sind im Autismus-Spektrum zugehörig. Jetzt haben wir mittlerweile die Quote von 2 zu 1. Wir steigern uns. Bald wird es 1 zu 1 sein, beziehungsweise 1 zu 1 zu 1. Und dank dieser neuen Methode mit der Dabelschnurblut finde ich einfach nur klasse. Eigentlich... Das Beste, was man einer Autismusdiagnose machen kann. Einfach per Nabelschnurblut herausfinden, ob man dem Autismus-Spektrum zugehörig ist oder nicht. Finde ich genial. Und außerdem häufiger depressiv. Ja, ich bin jetzt auch sehr häufig depressiv wegen diesem Scheiß-Artikel hier. Meine Fresse! Kann man sich nicht ausdenken. Kann man doch nicht wahrstellen hier. Dafür sollte man euch nach Schweden abschieben, damit ihr endlich versteht, was Autismus wirklich bedeutet. Und ich glaube, und ich glaube ganz fest daran, und ich kann nochmal im autismus nochmal noch mal gucken, dass Schweden wesentlich toleranter ist als Österreich. Nur mal so ganz klar hart gesagt hier. Schämt euch was, verdammte Axt. Und wir werden auch morgen wieder zu einem österreichischen Artikel kommen. Das äh, kann ich euch schon mal versprechen. Lesen wir weiterkommen. Sonst kriege ich noch einen Meltdown. Aber so richtig. Frauen erkranken häufiger an Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, stressbedingte Störungen und bipolare Störungen. Meine Güte, es wird ja gezählt hier. Während bei Männern überhöhte Raten für Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörungen, kurz und Erwachsenenalter, Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch hatten. Stopp! Ich bin auf jeden Fall gegen Drogen und Alkohol. Und wenn ich jemanden habe, der Drogen und Alkohol zu sich nimmt, den streiche ich sofort aus meinem Leben. Es ist mir vollkommen egal, denn meine Ex die ich ja zum Glück ja blockiert habe, hat ja oft zu Alkohol gegriffen. Zwar nicht von sich selber aus, aber sie hat sich dazu verführen lassen zumindest. Weil eigentlich war sie Energy-Trinkerin. -Trink so wie ich. Und ich kann ja nur sagen, sie hatte ihre Chancen bei mir und sie hatte mich nur als Affäre missbraucht. Und das kann ich garantiert nicht mehr verzeihen. Und wenn sie nochmal vor meiner Wohnungstür stehen würde, ich rufe dann sofort die Polizei. Das wäre mein Plan B. Oder ich jag sie einfach so aus dem Wohngegend. Also, diese beiden Möglichkeiten stehen mir noch offen. Weil nochmal lasse ich mich nicht nervlich kaputt machen. Weiter geht's. Psychosen wie die Schizophrenie treten in beiden Geschlechtern gleich häufig auf. Der sozioökonomische Status ist ein weiterer wichtiger Faktor für Geschlechtsunterschiede bei psychiatrischen Störungen. Aber nicht, wenn es um Autismus geht, denn Autismus ist keine Störung. Das habt ihr euch von heute.at und Co. nur ausgedacht. Und dass ihr euch nicht schämt dafür, das ist traurig. Weiter geht's. Denn die Störungen traten bei Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau oder einem geringen Haushaltseinkommen häufiger auf, insbesondere im jüngeren Alter. Die Wohnregion hatte dagegen keinen Einfluss. Niedrigen Bildungsniveau, also ab einem IQ von 58 wäre man kein Takopist, sondern halt ein wahrer Mensch. Aber diejenigen, die unter einem IQ von 58 haben, sind Takupisten und wollen die wahren Menschen Autismus falsch aufklären, sodass sie uns als Krankheit definieren und alles Mögliche, wie hier zum Beispiel, als Störung klassifizieren? Beten wir nur, dass die Takupisten sich endlich umbringen und dass sie uns Menschen mit Autismus-Spektrum als auch alle anderen Menschen in Ruhe lassen. Und zwar möglichst schnell. Denn sonst werden wir wahren Menschen es dann machen. Weiter geht's. Auf den Punkt gebracht. Erstens, eine neue Studie des Karolinska Instituts zeigt, dass es signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Häufigkeit psychiatrischer Störungen gibt, die je nach Alter, Art der Störung und sozioökonomischer Status variieren. Und zweitens, Frauen leiden häufiger an Depressionen und Angststörungen, während Männer höhere Raten von Autismus und ADS aufweisen. Der sozioökonomische Status spielt dabei eine wichtige Rolle, während die Wohnregion keinen Einfluss hat. Also wenn man zum Beispiel in München-Neuperlach wohnt, ich glaube so heißt das richtig, weil ich bin ja nicht in München, ich war noch nie in München übrigens, hat keinen Einfluss. Also kann man da ganz getrost in München-Neuperlach wohnen. Das hat natürlich nichts zu bedeuten. Oder sagen wir mal, im Märkischen Viertel in Berlin. Oder in hamburg Oder in Bremen gibt es doch auch eine ne Wohnsiedlung mit Plattenbauten, oder? Ich weiß den Namen irgendwie nicht. Auf jeden Fall, egal welche Plattenbausiedlung es ist, das hat keinen Einfluss. Also, falls ihr mal in einer Platte wohnen wollt, macht euch keine Sorgen, euch passiert dort nichts. So, halte die Sorgen einfach mal weggespült. Ne? Was soll ich dazu sagen, Leute? Ich bin wirklich zutiefst enttäuscht. Und dass man halt aus Australien geworfen wird, nur weil man zu viel Sex hat, kann man einfach nicht nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen. Aber jetzt auf den Artikel bezogen. Finde ich das einfach nur dreist. Dass ihr weiterhin Autismus als Störung klassifizieren wollt. Und dass wir an Autismus leiden. Und dass Autismus eine Krankheit ist. Ebenso wie ADHS und so weiter. Meine Güte. Und Drogen und Alkohol gehen einfach gar nicht. Bin ich da mal ganz ehrlich. Und... Wie gesagt, ich war früher gerne ein Biertrinker. Das äh, ging eine Weile auch sehr gut. Selbst bei meinem Vater habe ich gemeinsam halt damals vor gut 13 Jahren, als es bei Aldi diese Cola-Bier gab in Plastikflaschen, da haben wir palettenweise solche Dinge gekauft. So jetzt mal übertrieben gesagt. Und haben immer zum Feierabend ein oder zwei Flaschen halt getrunken. Aber danach hatte Aldi, glaube ich, keine Cola und... Bierprodukte mehr gehabt irgendwie. Zumindest nicht von deren Eigenmarke damals. Und... Das ging ja auch weiter so gut. Danach bin ich auf die anderen Sorten von Aldi umgestiegen und dann auch bei Krombacher. Je nachdem, wie es mir gerade ging. Bis zu dem Zeitpunkt, als mein Körper sagte, stopp. Da nicht mehr. Und seitdem her habe ich so gut wie es geht, kein Alkohol mehr angerührt. Und vor allen Dingen habe ich zwar vor Corona noch eine Silvesterparty gehabt, wo ich natürlich härteren Alkohol getrunken habe, aber danach nichts mehr. Kein Tropfen Alkohol mehr. Schluss aus. Vorbei. Seitdem habe ich nur noch für Energy-Drinks und Cola was übrig. Wasser natürlich selbstverständlich. Aber alles andere nicht mehr. Kein Alkohol mehr. Und wenn mehr Alkohol anbieten will, den schmeiße ich sofort raus. Aber auf die Schnelle. Und jetzt meine Frage an euch, und ich habe schon genug Ausraster gehabt heute. Was haltet ihr zu diesem Artikel, der so dreist und frech ist? Das glaubt eigentlich einfach kein Mensch mehr. Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und jetzt möchte ich euch um eine Spendenaktion als auch um eine Petition aufmerksam machen. Und zwar fangen wir an mit der Spendenaktion von GoFundMe mit dem Titel "Ein rollstuhlgerechtes Auto für Connor". Juliana Hein organisiert diese Kampagne. Und diese Spende ist natürlich geschützt, das heißt, jeder Euro kommt sicher bei ihr an. Und aktueller Zielbetrag ist 30.000 Euro, damit für Körner ein rollstuhlgerechtes Auto zur Verfügung gestellt werden kann, laut dem Motto You Make the Difference. Und jetzt kommen wir zur Petition mit dem Titel Eigenständige Förderschwerpunkt Autismus im Schulsystem für die Zukunft oder Barrieren von Jasper Und diese richtet sich an Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger und alle Bildungsministerien der Länder. Und diese Sammlung gilt noch bis zum 13. Januar um 23.59 Uhr. Und ich würde nochmal sagen, wir sehen uns da morgen mit einem weiteren Artikel aus Österreich wieder. Da wird es natürlich auch um soziales Engagement gehen. Was genau? Das erfahrt ihr morgen. Und sollte morgen dieser Artikel dann zu kurz sein, dann gibt es natürlich trotzdem eine weitere Folge von Bürgersteig TV. Weil wir haben ja dann Sonntag. Wir haben ja heute Samstag, gell? Ich würde mal sagen, Ciao, meine lieben Freunde. Und das war Schwedisch.